Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rogue Galaxy. Im letzten Part habe ich ja gesagt, dass ich offscreen leveln werde. Habe ich jetzt auch getan. Ist zwar jetzt nicht so viel passiert. Wir sind jetzt, ich glaube, 4 Level oder so gestiegen. Haben dabei auch die Schwerter hier auf Max gebracht, sowie die Kanonen, die wir uns gekauft haben. Und ich habe auch jetzt den Barrierenschuss und den Einzelschuss auf Maximum. Wo haben wir Today? Da haben wir Today. Oh ja, meint, ich kann nichts Besonderes und sagen, das sollen wir alles versuchen, was wir wollen. Ist ja auch bei der Frostkammer das gleiche und bei der Barrierenschuss das gleiche. So. Einiges habe ich da schon die meisten Mal geschaut. Und wir haben jetzt hier ein paar neue Rezepte. Wenn zu viel sind, ist es wieder nicht. Also zum Beispiel, wenn wir das kombinieren, müssten wir, glaube ich, das gelbe Sternklinge rausbekommen. Was wir wiederum mit einfachen Klingen kombinieren sollten. Für Glanz Bravo. Und Glanz Bravo bräuchten wir ja eigentlich mit dem Gigaschmetzer. Beziehungsweise mit unserem jetzigen Schwert sogar. Das könnte gehen. Stellen wir uns Glanz Bravo her. Verdammt. Das hast du mir nicht gemerkt. Grüne war's. Grüne mit dem normalen. Müsste eigentlich Glanzfrau rauskommen, wenn ich mich nicht irre. Ah, nee. Der die Sternklinge raus, genau. Verdammt. Das ist der Fall. Ja, ist auch egal. So, und hier wollte ich ja eigentlich. Genau, stimmt ja, das war's bei denen. Da brauchen wir jetzt einen großen Bruder, wer auch immer das war, nochmal. Da kommen wir mal ein bisschen was. Wenn wir schon dabei sind. Gerechtigkeitsstrahl, okay. Welches alle habe ich auch den Schuss auf Max? Was ist den Sneak und den Wundstern? Voilà. Ja, ich glaube, da kann man schlecht sowas rausbekommen. So, ich habe auch noch 2 Insektruinen gefangen. Aber wenn ich jetzt die Schnecke hier und den zweiten Sternkäfer oder Hirschkäfer. Sind natürlich alles wieder Larven oder alle sind immer noch Larven. Und ich kann die hier mal ein bisschen füttern. Stimmt, ja, Kampffutter habe ich ja keins mehr. Das kam ein bisschen blöd, egal. Ich habe auch keine Kaugummis. Dafür ist glaube ich nicht schlecht. Haben wir das immer noch nicht angesehen, dass die Modes bei denen zu bedeuten haben. Ich muss mir noch mal ansehen, wie die quasi älter werden.
beziehungsweise aus dem Larvenstatus herauswachsen. Weiß ich nicht, gerade auch nicht mehr genau. Aber wir könnten jetzt mit den 5 quasi beim ersten Turnier teilnehmen. Und wir haben ein paar Sachen, wo wir wieder tüllen können. So wie ich jetzt auch eigentlich sehr dumm. Ich hätte es die ganze Zeit schon machen können, aber ich kann ja bei den Items auf Enthüllen klicken und ich weiß, wo sie gebraucht werden. Hier zum Beispiel Oxala, Diego und Zekran. Da weiß ich jetzt auch ungefähr, wer was benötigt. Ich mach's halt lieber so, damit ich weiß, okay, hier kann ich zum Beispiel zwei Sachen freischalten bei Chestern. Könnte auch bei Kisalos freischalten. Moment. Todesgestank. Waren 3 offene Slots. Genau. Mit Diego kann ich jetzt auch das Wunderheulen freischalten, theoretisch. Oder werde ich sogar machen. Der wieder durch einen weiteren Kernpunkt quasi freischalten. Wo wir auch den Brennschlag haben. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich mit der Schriftrolle getan habe. Habe ich die schon jemandem gegeben gehabt? Habe ich komplett vergessen. Blitzriss sind Sternlicht 2. Da fehlt die komische Schleife. Plus, ja, kann ich mal geben. Wie ich ja sagen muss, dass hier das Leveln nach einer Zeit nicht mehr ganz so toll gelaufen ist. Bin ich auf wieder angegangen und habe da ein bisschen gelevelt. Ich wundere mich, wieso ich Zeug jetzt der Rogue explizit gebe. Beziehungsweise auf Chestern. Es ist nicht so, dass wir mit Chester noch einen sehr tollen Kampf vor uns haben. Der nicht einfach wird. Man kommt zwar jetzt noch nicht. So, P plus Klo, erhöht die maximale GP. Du hast gestanden, setzt einen Geruch frei, der Feinde in den Tod schickt. Sofort. Barriere brechen, glaube ich, ist. Und Gift. Wunderheulen. Ein bösartiger Heulen, das eine Schockwelle erzeugt und so alle Feinde angreift. Sofort und paralysierend. P plus braucht man auch nicht. Groß erklären, erhöht halt die Verteidigung. Und ich habe inzwischen so ein bisschen Geld gemacht. Wenn man hier sieht. Also wir könnten uns halt hier noch ein bisschen was holen, wenn wir es brauchen würden. Allerdings habe ich ja sowieso nichts, was ich gerade fusionieren möchte, beziehungsweise in der Fabrik herstellen möchte. Das sind ja Rezepte. Die auch alle ein bisschen knifflig zum Finden sind. Aber wir haben Punkte.
ein paar. Man sieht, habe ich halt hier die Roboter und eben auch wieder noch ein, zwei Gegner erledigt. Und unser Rang steigt. Heißt, wir gehen mal schnell zum nächsten Zektrum-Stadium und testen das Ganze doch mal, jetzt, nachdem wir 5 haben. Haben wir ja 5 benötigt. Und schauen, wie das jetzt wirklich funktioniert. Da ich alles wieder vergessen habe. Ne, wir müssen nicht mit dem sprechen. Wir müssen mit den Anzeigen sprechen. Ja. E-Rang natürlich. Weil unsere Insektoiden ja auch nicht so stark sind. Automatisch anordnen. Nehmend. Okay. Ich habe halt sowas von keinen Plan, was hier am besten ist. Ich ordne die einfach mal irgendwie an. Ich möchte natürlich in jeder Reihe mindestens einen platziert haben. Wir brauchen natürlich noch den König. Puh, schwierig. Ah, noch einfach so. Bewegen wir mal unsere Käfer. Ist ja quasi so ein bisschen schachmäßig. Okay. Das war jetzt nicht so toll. So. Mal schauen, was der Gegner macht. Am Anfang, glaube ich, kann uns Tiefe auch nicht so weit gehen. Oh ne, wir haben verfehlt. Ah, manchmal sollte man einfach normal angreifen.
So, legen wir mal Insektroids. Und schauen, was der macht. Der hat ja eigentlich auch nur normale Käfer. Und wir wissen ja, eigentlich sollten wir auf den König gehen. Das ja sowieso nichts hilft. Wenn wir den König nicht erlegt haben, sind hier halt die ganze Zeit Insektoiden. Beziehungsweise gewinnen wir nicht. Wenn ja nur, wenn der König fällt. Schauen, was der Gegner macht. Und einen stärkeren Käfer in den Mangel. Okay, wow. Das hat ja nicht so gut geklappt. Na gut, erledigen wir mal seine Käfer. Okay, das wird ein harter Kampf. Machen wir so. Okay, wir sind wieder dran. So, legen wir den Käfer schon mal. Wie gesagt, ich könnte ich auch direkt zum Gegner seinen König vorstürmen und den angreifen. Nur kommt er gerade auf uns zu. Fangen wir mal an. Ja, ich glaube, der König macht noch mal extra Schaden. Suchen wir noch mal einen Scherenwurf. Das ist gar nicht gut. Okay, sieh schon. Ja, ich glaube, das verlieren wir. So, was tun wir nochmal? Ich
Spezialangriff. Ja, stimmt ja, wenn der am Kopf liegt, kann er ja sowieso nicht angreifen. Sind so Feinde wieder dran. Wie viel hat der noch? Nicht mehr so viel. Okay, müssen wir so ins 1 gegen 1. Wir machen gar keinen Schaden. Ganz toll. Okay. Das hat ja nicht so gut geklappt. Insectron tournament again soon. Ja, okay. Ja, müssen wir halt unsere Kiefer noch mehr leveln. Vielleicht aus dem Larvenstatus irgendwie rausbekommen. Müssen wir wirklich nochmal die Hilfe anschauen. Das hat man ja hier nicht, oder? Doch, Hilfe. Sieht man da irgendwas über Insektroiden? Bildungsfluss, Terminaltar, Scheiße. Das Sektron? Nee. Zuchtkäfig. In Zuchtkäfig ziehen manche Insektroiden auf. In jedem Käfer haben maximal 5 Insektroiden Platz. Bitte sie gut und lass sie kämpfen, damit sie stärker werden und beim Sektron gewinnen. Im Kampf verstärkt man 2 Insektroiden, indem man sie zum Kampf bringt. Wenn du etwas davon erlernst. Ich bin sicher, dass die beiden Insektroiden wachsen sind und aus männlich und weiblich sind. Ja, okay. Steht hier nicht so genau, wie man die jetzt auch die Eigenschaft erwachsen bringt. Ich meine, Kampffutter können wir schon nochmal kaufen. Das ist halt teuer. Und ich sehe auch gerade, dass der Part eigentlich schon wieder zu hören ist. Von dem werde ich den Part an dieser Stelle auch beenden. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen. Lasst mir weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts so wollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Rogue Galaxy wieder. Ciao.